Warum habe ich nur so einen kleinen Schokoriegel bekommen? Yes. Ich habe mehr Glück gehabt. Ich habe eine ganze Tafel Schokolade. Und wo ist meine Schokolade? Wieso habe ich nichts bekommen? Tut mir leid, Miley. Ich glaube, ich kann anfangen. Also, ich werde für meine Schokolade wohl diese Pinzette hier benutzen müssen. Moment mal, ich habe eine tolle Idee. Ich nehme mir einfach ein Glas Milch und tunke meine Schokolade rein. Und schon habe ich ein Glas Kakao. Oh, voll die gute Idee. Probieren wir mal. Schokomilch. Ich liebe diesen Geschmack. Fenton, du kannst weitermachen. Wirklich jetzt? Juhu! Ich werde gleich meine Tafel aufessen. Hä, Sophie, was willst du? Soll ich etwa teilen? Nein, tut mir leid, das mache ich nicht. Boah, bist du geizig. Haha, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde einfach unsere Klimaanlage auf heiß aufdrehen. Oh, komm her, meine Tafel Schokolade. Wieso schmilzt die denn auf einmal? Das ist voll unfair. Nein, 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 was passiert denn hier gerade? Ich habe sie noch nicht einmal probieren können. Das ist voll gemein. Aber ich kann immer noch die Schokolade von meinen Händen abschlecken. Das schmeckt mega lecker. Hey, was lacht ihr denn? An meiner Stelle hättet ihr dasselbe gemacht. Miley, hast du immer noch keine Schokolade? Hä, was ist das denn für ein Geräusch? Oh nein, kommt meine Schokolade mit einem Hubschrauber? Ach du meine Güte! Wir müssen sofort unser Feuer rausnehmen und die Schokolade schmelzen. Oh nein, Entdeckung! Ups, wir sind voller Schokolade. Haha, aber das ist doch voll köstlich. Ein Brokkoli-Smoothie, ein Albtraum. Ich habe eine größere Portion, voll eklig. Habt ihr meine Portion gesehen? Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Miley, du kannst anfangen. Ich habe aber wirklich keine Lust auf diesen Brokkoli-Smoothie. Schmeckt mega eklig. Ich habe noch nie sowas Ekliges probiert. Warte mal, du musst noch dieses Stück Brokkoli aufessen. Ja, danke, Quentin. Was würde ich nur ohne dich machen? Heißt das, dass ich jetzt dran bin? Ich kann mir zumindest die Nase zuhalten. Ich hoffe, ich werde den Geruch nicht spüren. Schmeckt das ekelhaft. Mehr will ich nicht. Was heißt hier, du willst nicht mehr? Moment mal, ich habe eine Idee. Sophie, hast du Lust auf diesen Erdbeercocktail? Kannst du haben. Und ich nehme deinen Brokkoli-Smoothie. Oh, vielen Dank, das schmeckt so viel besser. Hä? Wieso ist da Brokkoli drin? Du hast mich ausgetrickst. Das war mega gemein von dir. Haha, voll lustig. Quentin, übrigens, du solltest dich an deinen Cocktail machen. Oh nein, ich habe keine Lust auf diesen Brokkoli. Und ich werde den Smoothie nicht austrinken. Moment mal, wie viel ist denn da drin? Wieso? Hä? Was ist passiert? Wieso ist alles wieder im Glas drin? Na, okay. Dann kriegst du vielleicht was ab. Hä? Das hat auch nicht funktioniert? Sophie ist wieder trocken? Moment mal, vor einer Sekunde warst du noch voller Brokkoli-Smoothie. Oh nee, das Ding ist doch verflucht. Yeah, ich bin wieder frei. Ah, nein! Wie konnte das denn passieren? Wie furchtbar. Ich bin jetzt voller Brokkoli. Wie geht's? Hurra, ich habe eine große Packung Cornflakes und ein Glas Milch bekommen. Ich habe eine mittelgroße Packung. Und ich habe eine mega kleine. Was soll ich damit anfangen? Tja, da habe ich wohl Pech gehabt. Aber dafür kann ich anfangen. Also, ich nehme mir eine klitzekleine Schüssel, gebe da ein bisschen von meiner Milch rein. Und in die Milch kommt dann mein Cornflake. Und ich benutze diese Puppenhände, um das aufzuessen. Schmeckt mega lecker. Das hat Spaß gemacht. Quentin, jetzt bist du dran. Okay, genau das habe ich vor. Probieren wir mal. Mann, schmeckt das super.
Ich will das Geschirr nicht schmutzig machen, sonst muss ich ja später wieder abwaschen. Ich schütte mir einfach meine Cornflakes in den Mund und jetzt trinke ich die Milch. Oh, Wahnsinn, das schmeckt mega gut. Sophie, bring mich bloß nicht zum Lachen. Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Oh, wow, ich bin voller Cornflakes. Die kann ich zumindest probieren. Schmeckt lecker. Miley, jetzt bist du dran. Oh ja, das ist wahr. Und ich kann es kaum erwarten, meine riesige Portion Cornflakes zu probieren. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich brauche zuerst einen riesigen Teller für diese riesige Packung. Und wisst ihr was? Statt der Schüssel benutze ich einfach dieses Planschbecken hier. Ich habe da die Milch schon reingetan. Jetzt kommen die Cornflakes und ich tauche ab. Oh Mann, macht das Spaß! Tatsächlich, das ist voll die coole Idee. So kann ich planschen und essen. Zugleich. Oh oh! Oh no! Das ist ja eine scharfe Chili. Oh. Monika, du hast wenigstens noch eine machbare Portion. Da lässt sich nichts machen. Ich werde diese Brühe wohl trinken müssen. Was für eine feurige Challenge. Mein Kopf kocht. Oh, komm mal. Jetzt bin ich dran. Oh, man. Oh, mein Gott. Oh, viel zu scharf. Ich brauche dringend ein Gegenmittel. Milch sollte helfen. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Mädels, darf ich bitte aussetzen? Oh mein Gott! Oh no! Oh nein, Lilly, trink du schön. Könnt ihr bitte die Feuerwehr rufen? Aha! Lilly, keine Angst. Das schaffen wir auch ohne Feuerwehr. Danke, aber der Temperaturunterschied war ein bisschen zu krass. Mensch, was für ein kleiner Hubba-Bubba. Das ist nicht fair. Die Schere werde ich wohl nicht gebrauchen. Awesome! Aber der Kaugummi an sich schmeckt trotzdem gut. Und passt perfekt in meinen Mund. Ich kann mir bereits vorstellen, wie groß meine Kaugummiblase sein wird. Die Schere werde ich aber gut gebrauchen können. Lecker. Aha. Lilly, hier hast du noch ein Stück. Was passiert hier? Ich platze doch gleich. Oh mein Gott! Was für ein Kaugummi. Na, jetzt komm mal her, mein Süßer. Was? Nein, ich hab doch gesagt zu mir. Okay, here we go. Ah, da bist du ya. Oh no. Hallo Mädels. Oh no. Lasst uns ein Stück abschneiden. Das war zu viel. What? Na also. Oh mein Gott! Ist das lecker? Wow! Monika, wo willst du hin? Die Challenge ist noch nicht um. Was sollen wir damit anfangen? Ich weiß. Das sind Gummibärchen. Wir müssen sie nur ein bisschen vergrößern.
schaut mal. Wow! Awesome! Eine essbare Gesichtsmaske. Und jetzt, wo wir schöner geworden sind, wird es Zeit, den Rest zu vernaschen. Wow. Lecker und voll praktisch. Was ich wohl hab. Oh, was Schweres. Ich bin in Ordnung. Oh. Oh, die Größe ist genau das Richtige für mich. Es wird Zeit für einen Gummibärchen-Cocktail. So erfrischend. Und das esse ich noch. Alle Mann aufgepasst. Hier kommt ein Gummibärchen-Feuerwerk. Ich glaube, das habe ich verdient. Mh, voll lecker. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Diät, mach's gut. What? What? Wieso krieg ich so eine kleine Portion? Tada! Wow! Tada! Ich bin diesmal die Glücklichste. Und Honig ist auch nicht viel da. Awesome. Aber dafür schmeckt's. Yeah. Yeah. Lasst mich mal probieren. Den Honig hinzugeben. Oh, wie süß. Einfach fabelhaft. Beiß dir bloß nicht die Finger ab. Ich habe noch so viel Honig übrig. Oh mein Gott! Mmh. Oh, ich esse einfach alles auf. Ups, ich glaube, ich habe mich ein bisschen dreckig gemacht. Oh. Moment, besser so? Wartet. Jetzt sehe ich wunderbar aus. Und nun bin ich dran. Kannst du mir helfen? Gerne doch. Monika, mach den Mund auf. Schmeckt gleich um einiges besser. Und was haben wir hier? Ein Schoko-Edelstein. Ich habe eine Idee. Und jetzt nochmal öffnen. Tada! Wow. Mm. Bingo. Ups, das war eine blöde Idee. Schmeckt voll gut. Yes. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh. Yes. Come on. Wow. Lecker. I love you. Aber etwas Schmuck fehlt hier noch. Mm-hmm.
also. Jetzt kann man das jederzeit naschen. Ich finde, Wendy hat viel zu viel Schokolade. Das ist unfair. Oh, no! Wo ist mein Edelstein hin? Ich kann auch nicht zulassen, dass er mir geklaut wird. Lilly, gib das wieder her. Zergeht nur so auf der Zunge. Das sind ja Nuggets. Oh, really? Mal wieder habe ich Pech mit der Portion gehabt. Ich glaube, mit etwas Soße wird das besser schmecken. Ich hatte recht. Lecker. Ich will auch was probieren. Okay, here we go. Monika, nimm dir was von der Soße. Yes. Gerne doch. Aha. Schmeckt perfekt. Oh. Darf ich noch was haben? Aber gerne doch. Oh mein Gott. Und für mich ist nichts übrig geblieben? Oh. Ich habe genug Soße für uns alle. Hey! Jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Oh no! What? Aber schmecken tut es trotzdem. Die hat ja einen Mordshunger. Oh mein Gott! Ich hoffe, dass sie uns nicht auch noch mit auffrisst. What? Oh no! Ich hasse Schimmelkäse. Ich krieg keine Luft mehr. Hey, you! Oh, really? Das ist ja voll widerlich. You! La, 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 wir müssen dringend was unternehmen. Hey, hey. What? Blöder Käse. What? Hey! Okay. Wir werden ihn wohl tatsächlich essen müssen. Fürchterlich. Ich will nicht essen. What? Okay, here we go. Das schmeckt sowas von gar nicht. Und riecht fürchterlich. Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich probiere ein Stückchen. Das war nicht ein Stückchen. Dieser Käse hat Mary verrückt gemacht. Sie hat sich in eine Maus verwandelt. Wir brauchen dringend einen Mäusefänger. Cool. I love you.
Erdbeere. Aber wieso ist sie so klein? Meine Erdbeere ist eindeutig größer als deine. Wow. Und meine Erdbeere ist die größte. Du meine Güte. Solche Beeren habe ich ja noch nie gesehen. Schau, die gehört mir. Ich fange schon mal an. Wer hätte gedacht, dass die so lecker sein würde? Igitt, wie benimmst du dich denn am Tisch? Ist mir egal. Hauptsache, es schmeckt. Monika, du bist dran. Einverstanden? Nichts geht über Erdbeeren mit Schlagsahne. Wow. Genau. Wie mache ich das jetzt? Aha. Pfui, Teufel. Hat hier irgendjemand Tischmanieren? Schmeckt das gut? Erdbeeren mit Schlagsahne, was könnte besser sein? Seid ihr fertig? Dann bin ich jetzt dran. Heute spiele ich Koch. Oje, oje. Das Einzige, was ich brauche, ist etwas heiße Schokolade und ein paar Bonbons. Voll cool. Mom, klar, ich bin ja schließlich Koch. Ach, Koch bist du. Hey. What? Hey, ich sehe doch nichts. Musst du auch nicht. Jetzt gehört deine Erdbeere uns. Genauso wie die Bonbons und die Schokolade. Wir werden es uns schmecken lassen. High five. Good job. So, es ist Mittagszeit. Hotdog, klasse. Aber wieso ist mein Würstchen so klein? Oh nein, meins ist alles andere als klein. Wieso musste mir das passieren? Wow, Kate, was für eine gigantische Wurst. Ich weiß. Viel Spaß mit euren Kleinen. Let's go. Here we go. Sag, du bist Erster. Here we go. Ist gut. Das schmeckt nicht schlecht. Oh, sieht appetitlich aus. Aber viel zu wenig. Hey. Monika, du bist dran. Gerne. Ich weiß, wie ich meinen Hotdog noch leckerer machen kann. Ich werde ein paar Soßen gebrauchen. Ich liebe Ketchup. Senf magst du doch wohl auch, oder? Und ein Tröpfchen Senf. Was soll das? Wieso so viel Senf? Mein Prank hat funktioniert. Viel Spaß mit deinem Hotdog. Na gut. Oh mein Gott, das ist viel zu scharf. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Kate, du bist an der Reihe. Ich mach schon. Hey. Yeah. Hör mal, du wirst eine ganze Menge Ketchup gebrauchen. Hey. Well, thank you very much. Oh ja, das stimmt. Ah, das sieht nicht nach Ketchup aus. Igitt. Wie eklig. Die essen gleich mein Hotdog. Heute haben alle meine Pranks funktioniert. Gute Arbeit. Klasse, eine Wassermelone. Nein, das ist ein Wassermelönchen. So klein. Schaut euch meinen Giganten an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Du meine Güte. Ist ja riesig. Ich will Erste sein. Das geht ganz einfach. Schaut mal, wie saftig die ist. Sieht appetitlich aus. Ich will gleich alles. Schmeckt das lecker? Oh. Wow. Und einen Helm habe ich auch. Was sagt ihr dazu? Sieht seltsam aus. Okay, ich bin dran. Los geht's. Hey, wo willst du hin? Halt! Wow. Helft mir! Aua, das hat wehgetan. Aber ich habe sie gefangen. Mich hat mein Helm gerettet.
Here we go! Alles klar, es wird Zeit, dass ich sie probiere. Klein, aber fein. Schmeckt gut. Mm. Monika, du bist dran. Okay, here we go. Ich weiß schon. Wenn ich sie noch aufschneiden könnte. Sei vorsichtig. Ich habe alles unter Kontrolle. Schaut, es hat geklappt. Was für eine riesige Wassermelone. Ich will auch was davon. Ich habe solchen Hunger. Ich esse gleich alles. Vielleicht kriegen wir auch was ab. Mmh. Oh nein, das könnt ihr vergessen. Let's go. Boah, ich bin ganz schön voll. Oh yeah. Schau dir mal deinen Bauch an. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Oh. Wieso hast du das gesagt? Mein Bonbon ist klein. Meins ist etwas größer. Das ist doch nichts im Vergleich zu meinem Bonbon. Seht ihr das? It's my turn. Kate, fang an. Hurra, ich bin Erste. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Oh. Yum, 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 yum. Wie lecker. Sowas habt ihr nicht. Fabelhaft. Zack, jetzt bist du dran. Schaut, ich zeig euch ein paar Tricks. Cool, nicht wahr? Jetzt ab auf die Gabel. Hey, wo ist es hin? Aua, das hat wehgetan. Hier ist es wieder. Das heißt, ich kann es essen. Wer braucht schon eine Gabel? Oh, seht ihr diesen Sirup? Der ist fabelhaft. Der ist schön sauer. Passt perfekt. Okay, jetzt will ich aber auch. Monika, na los. Gibst du mir auch was ab? Finger weg, das ist meins. Bei so einem großen Trolley braucht man eine größere Gabel. Ihr hattet recht, das schmeckt fantastisch. Ich habe noch nie was Besseres probiert. Oh, ist das gigantisch. Und mega lecker. Ich habe auch keine Lust auf eine Gabel. Ohne klappt es viel besser. Ein ganzer Teller Sirup. Oh, ist der sauer. War wohl zu viel für sie. Klasse, ich liebe Pommes. Aber ich mag es, viele Pommes zu haben. So etwa wie ich. Du meine Güte. Du hast so viel. Davon muss ich mir was nehmen. Hey, ich höre alles. Finger weg. Na gut. Ist das appetitlich? Und mega lecker. Zu schade nur, dass es so wenig ist. Übrigens, Kate, jetzt bist du dran. Hurra, schaut mal. Ich bin ein echter Vampir. Seht ihr das Blut an meinen Zähnen? Mir machst du keine Angst, ich bin selber ein Vampir. Ich habe meine Pommes verloren. Angsthase. Das heißt, jetzt bin ich dran. Und wir auch. What the? Hey, was treibt ihr? Ihr habt meine Pommes geklaut. Wie konntet ihr nur? I'm waiting. Wir wollen mehr. Uh-oh. Hoppla, ich hab euch gefangen. Mist, ich glaube, ich bin selber in meine eigene Falle getreten. Loser. Und die Pommes gehören jetzt uns. Oh, wir werden es uns schmecken lassen. Lecker Schmecker.
Richtig toll.